So, ich mach mal ein Downgrade von der Straße hier. Nicht, dass hier der Verkehr meint, er kann tun und lassen, was er will. Man muss dann einfach mal so ein Downgrade her. So, das staut sich schon wieder bis in die andere Autobahn. Yeah. Läuft. Also, die hier wird irgendwie gar nicht genutzt. Die fahren alle, boah, ich fahre hier rüber, ich fahre hier rein, ich will den großen Kreisverkehr. Ich will den haben. Und das blanke Kotzen kriegen. Im Stau natürlich. Im Stau. Und ja, es wird einfach nicht besser. Und wieso steht ihr hier? Hier muss doch irgendwo eine Bushalte versteckt sein, oder? Wieso bleibt der hier stehen? Der wird sicherlich dort auch nochmal stehen bleiben. So, genau. Ist da irgendwo eine Bushalte, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Also hier irgendwo muss eine Bushalte sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also eigentlich müsste ich die Routen neu planen hier. Weil es geht ja mal voll nicht, dass hier andauernd Bus stehen bleibt. Und hier einfach mal irgendwas versperrt. Das kann nicht ganz wahr sein. Naja. Das wird hoffentlich noch. Hier sind sie auch munter am rumändern, wo sie jetzt genau hin wollen. Also richtig cool. Ich fahre rum wie ein Blöder. So, die ändert man auch mal ab. Die ist mir zu steil, würde ich sagen. Sieht lauftechnisch schon ein bisschen besser aus. Wieso habt ihr jetzt umgedreht? Das verstehe ich nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Na, komm. Ich könnte die auch hier abfangen. Wäre auch lustig. Na, komm. Ist die auch ein bisschen angenehmer zum Fahren? So, man muss auch ein bisschen flusstechnisch gucken. Was das jetzt bringen mag, ist noch dahingestellt. Die fahren immer in so eine schöne Packsituation rein. Ich verstehe es halt nicht. Naja, so. Probieren wir halt noch ein bisschen was aus. Also ich bin momentan echt auf Ausprobierlaune. Aber auch irgendwo klar, weil irgendwann soll der Verkehr auch mal hier anständig fließen. So, hier so eine kleine Abkürzung. Mal gucken, ob die dir irgendwie nutzen. Ob die hier genutzt wird oder nicht. Bis jetzt noch nicht. Okay. Dann will keiner von rechts nach links. Ist auch schön. Ist eine gute Feststellung. Dann machen wir das halt wieder nicht mehr. Oh, einer... Einer nimmt schon mal in Kauf, in Anspruch. So, den Bus fahre ich jetzt hin. Dem tue ich mal hinterher tüdeln.
Da ist eine. Da ist eine Ding. Eine Haltestelle. Da ist definitiv eine Haltestelle. Deswegen mach jetzt eins. Also wir machen gerade die Busse exorbitant Probleme. Deswegen gibt es jetzt hier eins. Jeder Bus, der hier rumfährt. Wie kriege ich jetzt die Linie weg? So, wie kriege ich die Linie weg? Die Linie weg. Hallo? Ich will die bearbeiten. Kann das denn möglich sein? So. Hier hat man doch irgendwie machen können. Also bearbeiten können. Wenn ich das nicht schon wieder vergessen hätte. So. Da sind sie. Ah. Jetzt mache ich die hier alle mal weg. Dann streue ich hier ein neues Busnetz. So, dann ist die Umgebung hier erstmal busfrei. Ja, ja, ihr kriegt ja gleich wieder eine Busstrecke oder neue Busstrecken. Aber erstmal müssen die alten hier weg. Weil die einfach nicht mehr funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, kann man sie nicht brauchen. Das ist aber auch klar. So. Dann gibt es hier mal neue. Eieiei. So. Dann fangen wir mal an. Wir machen nur eine Verbindung von einer Seite zur anderen. Das ist mir irgendwie bewusst. Also auf jeden Fall machen wir die hier so. Das wird die einzige Linie, die das machen darf. Die hier so rumeiert. Wo drehst denn du bitte um? Du drehst da hinten um. Okay. Habe ich hier keine Wendeplattform oder sowas? Das ist schade. So, egal. Gehen wir halt die Richtung wieder heimwärts. Oder in die andere Seite. Natürlich in der Theorie passt das dann so. Okay. Dann kann man natürlich hier noch andere Buslinien einfügen. Die natürlich intern hier rumfahren. Ist natürlich auch selbstverständlich. Aber hierzu fehlen mir mal wieder die Straßen. Weil die habe ich natürlich auch alle rigoros abgerissen. Ohne nachzudenken, ohne alles. So, deswegen machen wir einfach mal hier eine neue Straße rein. Und dann dürfte es auch funktionieren. So. Ich muss auf jeden Fall... Oh. Hier rum. Also hier kann man definitiv auch mal kurz auf die Autobahn. Ist ja auch nicht schlimm. Solange das nicht wieder zu eklatanten Problemen führt. Jetzt würde ich gerne die Route abschließen. Danke. So, auf der Straßenseite haben wir sie jetzt. Machen wir hier noch eine so eine Route rein. Das reicht dann schon. Muss ja jetzt nicht übertrieben viel sein. Wieso denn auch? Die meisten fahren ja eh mit dem Auto, wie wir schon gesehen haben. Oder wie wir schon feststellen durften. So, hier haben wir die Straßenseite, deswegen versuchen wir auch auf der Straßenseite zu bleiben. So. Hallo, wieso drehst du hier? So, danke. Es geht doch. So, die nehmen wir auch noch mit. Und dann sind die Leute auch glücklich. Glücklich, zumindest tun sie so, dass sie glücklich wären. Ist ja auch eine Möglichkeit, dass man einfach nur so tut, als ob. So, hier mache ich eine neue Linie her. Bup. Bup. Was soll denn jetzt der Scheiß bitte? So, ich bin auf der falschen Straßenseite. Das erklärt mir natürlich viel.
Hier darf man nicht rauf. Ah, cool. Ist mir aber auch jetzt egal. Soll er halt ein bisschen wie rumfahren. So, wir haben die Straßenseite. Also machen wir hier noch ein bisschen Bus her. Ja. Natürlich bin ich gerade mal nicht so gut übernetzt. Aber das kommt auch mal vor. So, sieht schon besser aus. Und jetzt kann alles wieder fließen. Jetzt haben wir das mal mit mal die Busse da weggemacht. Weil das eigentlich schon blöd war. Muss ich jetzt einfach mal so behaupten. Und natürlich brauchen wir in die anderen Stadtgebiete auch noch eine Busverbindung, fällt mir gerade ein. Aber da muss ich auch eher gucken, dass ich eher die Richtung nehme. Das kann ich ja währenddessen laufen lassen. So, also ich hefte mich hier an. Das auf jeden Fall. So. Dann gehen wir hier lang. So. Werden hier drehen. Also das auf alle Fälle. Werden hier drehen. Und fahren wieder die ganze Chose zurück. Nehmen wir noch die Kacke hier mit. Also dann kommen die Leute zumindest hin und her. Das zumindest. So, dann brauchen wir natürlich eine Busstrecke von hier rüber. Aber da haben wir eine, oder? Nee, wartet. Ich war im Falschen. Nee, hier haben wir keine rüber. Boah, ist schon mal die Frage, wo pflanzen wir die hin? Na, ich glaube, ich lasse das mal. Ich lasse einfach mal laufen hier. Auf jeden Fall, es haben sich die Busse hier mal verkrümelt. Es läuft schon mal ein bisschen besser. Aber hier staut es sich gerade. Also, die Busse haben hier jetzt viel ausgemacht. Sehr viel. Und jetzt fahren halt nicht mehr ganz so viele Busse hier rum. Das war einfach mein Hauptproblem hier. So. Das ist natürlich blöd. Weil jetzt reiße ich hier schon wieder rum. Die ist eh blödsinnig, deswegen können wir die eh weglassen. Deswegen lassen wir die einfach mal. Die Straße ist natürlich auch nicht so toll. Aber es löst sich. Hier muss ich noch ein bisschen mehr lösen. So ein bisschen zumindest. Also hier ist auch ein bisschen Verkehr so hin und her. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, ich müsste da jetzt eingreifen. Mit anderen Lösungen. Aber sieht soweit gut aus. Boah. Ja, der Knoten kann sich lösen. Dauert zwar noch, aber es wird irgendwann passieren. Hey, wir verlieren Leute. Was soll denn jetzt der Scherz? Aber nur 15% Arbeitslosigkeit. Das ist super. Hier sieht es auch schon um einiges besser aus. Zwar noch nicht perfekt. Aber es wird schon. Es wird schon. Das ist fein. Hier die Industrie meckert, weil sie keine Leute haben. War klar. Die meckern, weil sie keinen Strom haben. Klar. So, wie wär's denn mal mit Strom, ne? Also ihr seid ja gerade mal so stromgeil. Deswegen kriegt ihr mal ein Stück. Dann könnt ihr euch so richtig ausbauen, weil ihr jetzt Strom habt, Leute. Weil ihr Strom habt. Dann freuen sich auch die Leute drüber. Vielleicht hilft es mir bei meinem Verkehrschaos auch noch ein Stück weit. Das sich hier oben natürlich gestaltet. Wenn ich da unten natürlich, ja, schon mal ein bisschen weniger am Start habe. So, hier kann man rein und raus fahren. Das ist eigentlich schon gut. Muss er jetzt nicht unbedingt noch eine Strecke sein, oder? Oder?
Nee. Müsste ich hier hinten irgendwo anpflanzen, aber es passt schon. Es passt schon. Das will auch noch nicht so fuppen, wie es sollte. Die bremsen hier zu stark. Das ist ein Kreisverkehr. Da fährt man durch, Leute. Es ist so schwer zu kapieren. Aber naja. Irgendwann verstehen sie es vielleicht. Wenn sie groß genug sind und alt genug, dann können sie natürlich hier mal mit Schwung und Elan hier durchfahren. Zumindest funktioniert hier der Verkehr besser als jetzt zum Beispiel bei SimCity. Das war ja total Banane. Hier kann man zumindest ein bisschen nachvollziehen, aber auch nur ein bisschen, was hier Sache ist. Aber hier der Verkehr, er läuft. Er läuft schön langsam. Er ist schön. Viel rumgerissen heute auf jeden Fall. Nur damit hier ein bisschen was funktioniert. So, mein Müll wird hier auch entsorgt. Das ist super. So, wie sieht es denn eigentlich allgemein aus? Strom geht eigentlich noch. Wasser geht auch noch. Müll passt. Krankenhaus passt. Durchschnittliche Gesundheit von 89. Das freut mich. Feuersicherheit. Ah, hier fehlen ein paar Feuerwehren, ne? So eine Feuerwehr wäre schon noch was Feines, ne, Leute? Dann freut ihr euch. Dann seid ihr ein bisschen sicherer. So, Polizei, alle safe hier. Das freut mich zu sehen. Geht auch gleich mal die Feuergefahr ein Stück weit runter. Also Feuergefahr technisch sind wir eh gut dabei. Weil 8% ist echt so gut wie nix. Also da müsste ich schon übertreiben. Hier fehlt Strom. Wieso fehlt hier bitte Strom? Hä? Kommt hier kein Strom mehr an, oder wie? Ihr sauft doch, oder? Wieso? Hier in der Ecke ist Strom. Oder kommt hinten bei nicht so viel raus, oder wie? Oder wie, oder was? Ich glaube, da kommt hinten nicht so viel raus. Das könnte natürlich... Ich erzeuge Strom ohne Ende. Das kann normal nicht wahr sein. Das ist gelogen. So, dann machen wir halt hier noch ein paar stromerzeugende Maßnahmen her. Damit die hier auch ein bisschen besser versorgt sind. Also, was meckert ihr über Strom, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Ist eine Leitung zusammengebrochen, oder wie? Dann hätte ich aber bitte gerne eine Meldung. Hier brennt es zum Beispiel. Lichterlos. Sieht ja direkt nice aus. Bup, grüner kann eine Stadt. Ich fühle mich in der Natur. Ja, wunderbar. Schön, dass es euch gut geht. So, das zerläuft sich noch ein bisschen. Und hier hinten, boah, in Gottes Namen. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Das muss man nochmal eruieren, wenn es demnächst soweit ist. Aber auf jeden Fall sind hier schon mal weniger Busse unterwegs. Momentan zumindestens. Und dann könnte das natürlich vielleicht ein bisschen besser laufen, wenn hier weniger Busse unterwegs sind, die hier eventuell sogar in meinem Kreisverkehr stehen geblieben sind, damit sie Leute ein- und aussteigen lassen, weil auf der Autobahn will man sicherlich ein- und aussteigen auf der Autobahn. Das ist sehr empfehlenswert, gut für die Gesundheit. Ja. Und ich würde mal sagen, wir haben heute eigentlich nur Verkehr gemacht und ein bisschen was nebenher. Also ich heute in meiner Aufnahme. Es tut mir leid, dass eigentlich so wenig passiert ist. Aber das war jetzt irgendwie notwendig. Aber irgendwie haben wir immer noch nicht die richtige Lösung gefunden. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen für mich in den Kommentaren. Das wäre schön. Ich saug die gern auf wie so ein Schwamm. Und werde die dann versuchen umzusetzen, sobald ich sie gelesen habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bin dann weg und ich würde mich freuen, wenn ihr übermorgen auch wieder da seid und bis dahin, ciao!